Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute verkoste ich Monkey Shoulder. Also, wer jetzt zum ersten Mal hier reinschaut in meinen Channel, ich verkoste schon über 1200 verschiedene Whiskys und mein Wunsch ist es, eine Wikipedia der Whisky-Welt herzustellen auf Deutsch. Und ich habe hier Batch Number 27. Alle sind Batch Number 27. Und Smooth and Rich. Also, ja, William Grant, das ist der Eltern, also das ist der Mutterkonzern hier von Monkey Shoulder. Also man merkt schon, hat gut geschmeckt. Hat 2005 diese Marke neu auf den Markt gebracht. Das ist First Fill. Bourbonfässern, das heißt, in Amerika wurden die Fässer benutzt, die wurden nach Schottland rübergebracht und dann aufgefüllt. Und dann wurde jetzt hier aus drei verschiedene Distillerien zusammengemixt und das gibt es. Meistens bei einem Blend hat man einen sogenannten Grain Whisky. Grain Whisky ist anders als Single Malt Whisky. Single Malt ist dann 100% gemälzte Gerste in einem Pot Still. Man muss sich so einen riesig großen Kupferkessel vorstellen, der aufgekocht wurde. Da wird der Alkohol rausgenommen und dann ein zweites Mal wird es nochmal verfeinert und dann hat man das ein richtige Single Malt. Ein Blend, ein Grain Whisky kann Mais oder Weizen oder Roggen sein oder auch Gerste sein, muss nicht gemälzt sein, kann gemälzt sein. Und dann geht es durch eine Art kontinuierliche Brennvorgang, auch ein Coffee Still genannt. Wesentlich billiger, wesentlich effektiver, vielleicht nicht ganz so geschmackvoll. Und man hat einfach damals einfach mal entdeckt, dass man die beiden zusammenmixen kann, bei Johnnie Walker zum Beispiel. Aber man nimmt vielleicht 60% Grain Whisky billig, 40% von einem guten Single Malt und dann hat man eine wunderschöne Sache. Hier ist es nicht ein Grain, sondern drei verschiedene, denn dort Single Malt Whiskys werden miteinander verblendet, verheiratet. The Balvenie, Glenfiddich und Kinnevi. Kinnevi. Ich muss noch lernen, das besser auszusprechen. Ganz kleine Distillerie, was alles hier zur William Grant Gruppe gehört. Nun, 2012 wurde der Monkey Shoulder nach Amerika eingeführt, meine Heimat, und dort wurde es zu einem Verkaufsschlager. Alle Leute wollten es haben, es wurde oft im Bier, also in Bars benutzt, es wurde oft zum Cocktails benutzt, auch denn auf der Homepage, wenn man hingeht zu www.monkeyshoulder.com, glaube ich, ist das hier, es steht da 100% Malt Whisky made for mixing. Also es wurde ein Whisky, der extra für Cocktails gemacht wurde. Das ist die Marke für Millennials. Meine Generation war vielleicht Jägermeister und jetzt ist es dann Monkey Shoulder. Sogar ich muss ganz ehrlich bekennen, mein Sohn, der jetzt schon 25 fast ist, hat mich auf diese Marke hingewiesen vor ein paar Jährchen. Heute ist es nicht unbedingt so, dass es unbedingt alle die drei sein muss. Vielleicht Else Bay, eine neue Distillerie, der ungefähr 7 Jahre alt ist, wo auch der Produktion jetzt hier so weit ist, dass deren Whisky hinzugefügt werden kann, das so machen. Bevor ich gleich zum Verkosten hingehe, also Monkey Shoulder war tatsächlich eine Berufskrankheit damals. Ich habe noch nicht erzählt, was Melzen bedeutet. Melzen ist, man nimmt einfach mal Getreide. Man gaukelt denn vor, dass es jetzt Frühling wird. Man gibt es ein bisschen Wasser dazu, man macht ein bisschen die Wärme und dann fängt das an zu sprossen. Und die Sprossen bedeutet, die Enzymen verwandelt Stärke in Zucker. Und Zucker brauchen wir, um Alkohol daraus zu machen. Denn Hefe ist Zucker und stoßt zwei Sachen raus, Alkohol und CO2. Und deshalb muss man diese Gerste ein bisschen denn dort wärmen. Erwärmen und ein bisschen gut nass halten. Nun, wenn man einfach nur etwas erwärmt und nass hält, dann kann es sehr schnell verfaulen. Also, das wollten wir nicht damals und deshalb haben wir eine große, stell mal vor, eine große Turnhalle und da hat man den ganzen Boden ausgelegt mit dieser gemälzte oder angemälzte Gerste und dann ging jemand vorbei mit einem Schaufel und hat immer den umgedreht. Stell mal vor, Schneeschippen, ja? Und diese Bewegung macht man den 10 Stunden oder 8 Stunden am Tag, dann kriegt man irgendwann mal hier ein bisschen ein
Huppel. Ja, und tatsächlich war es so, dass damals die Leute einen Arm länger hatten, anderen, deshalb liefen sie ein bisschen so durch die Gegend herum. Heute macht das alles in der Maschine. Heute wird das nicht mehr manuell gemacht. Es gibt eine Distillerie, wo man als Tourist hingehen kann und mithelfen kann für eine Woche. Das ist Springbank. Da kann man das tatsächlich noch mit der Hand machen, aber gut, das ist eine berühmte Ausnahme jetzt hier. 24 Euro, manchmal im Angebot vielleicht auch für 19,99 € irgendwo. Das ist schon eine ganz coole Sache jetzt hier. Also von der Nase her, vom Geruch her ist es angenehm. Es ist vanillig. Da ist ein bisschen Malz, Moment, ein bisschen Getreide da drin. Sogar ein Hauch von Zimt. Und der Alkohol bei 40%, Whisky muss 40% haben, ist denn da einfach mal nicht so präsent. Es ist weich, ja. Eine letzte Geschichte, also zum Thema auch Glenfiddich, auch zu William Grant. William Grant war eine echte Person und im Jahr 1886 nahm er seine gesamte Ersparnisse, damals 755, knapp 800 Pfund und hat sie investiert in eine Distillerie. Die Distillerie ist Glenfiddich. Und dieses Distillery ist eine der größten herstellende Produzentenstädte für Single Malt auf der ganzen Welt heute. Aber diese Risiko ging ihr ein und hat auch dann diese Rendite nachher erlebt. 5 Jahre später hat er die zweite Distillerie gebaut. Das ist Balvini. Und dann erst in den 90er Jahren, 1990, kam dann da Kennivy dazu. So, eine echt, eine fruchtige, sehr schöne Whisky, also muss ich schon sagen, also eine gute Sache gemacht. Alles wurde, zumindest mir wurde gesagt, alles wird immer in First Fill Bourbonfässern gereift und dann wird es verheiratet für 6 Monate in einem großen Container. Also auf Englisch heißt es vatted. Und das ist schon eine gute Sache, einfach mal zu sehen. So, William Grant und Son wollte tatsächlich hier einfach eine Marktlücke schließen, denn in den 2000 damals, 5, als es eingeführt wurde, war auch Whisky ein kleines bisschen der alte Herr, ein Chesterfield-Sessel, eine Zigarre, 60 Jahre alt. Und die wollten die neue Generation mit etwas begeistern. Manchmal kriegt man sogar auch tatsächlich ein Monkey Shoulder, eine Art Käfig. Auch die Stäben vorne sind ein bisschen auseinander. Das ist echt total schön. Also, es sind Small Batch, sehr, sehr gut. Speyside Whiskys, super schön gemacht. Alles, was man braucht, um einzusteigen in der Whisky-Welt, muss ich schon sagen. Top. Wie ich schon gesagt habe, ich habe schon 1200 verschiedene Whiskys verkostet, auch online hier bei YouTube, könnt ihr alle anschauen. Und das ist schon eine von der gefälligeren Whiskys, sehr weich, bisschen seidig. Der tut nicht weh, der brennt nichts, da ist nicht eine Explosion hier vom Alkohol, sondern der ist schön eingebunden. Wie alt ist er? Wissen wir nicht. Heute heißt es No Age Statement, also keine Altersangabe wird gegeben. Also von Glenfiddich zum Beispiel gibt es einen 18 Jahre alten. Also kostet allerdings fast dreifach so viel wie diese Flasche. Aber der muss nicht immer eine Altersangabe haben, gerade wenn es benutzt wird, ja, für Mixing und so weiter. Kein Rauch, es gibt eine rauchige Version davon, das heißt Smoky Monkey. Also zuerst wurde es vor 2 Jahren eingeführt in England und auch in verschiedene Bars. Und dann langsam aber sicher können sie die Produktion ein bisschen erweitern, dann wird es auch auf den Markt kommen. Wobei das ist immer noch ein bisschen exotisch. Wer ein Smoky Monkey schon mal im Glas hatte, Hut ab, ich noch nicht. Vanille, bisschen leichte Beerennoten, also sehr helle Beerennoten, Traube, weiße Johannisbeeren, ein kleines bisschen hier Guave. Was war eine nette Note? Eine schöne Sache hier, kann ich sehr empfehlen.
Ich mache immer eine Bewertung. Also eins, ich bin eigentlich Englischdozent und deshalb habe ich meine Schulnoten. Eins ist, warum hast du es nicht gekauft? Zwei, kaufen drei, kann man kaufen vier, braucht man nicht kaufen fünf. Warum wurde das Zeug hergestellt? Also erst einmal mache ich eine Benotung. Ich sage, das kriegt von mir eine 2 minus, also gefällt mir relativ gut. Nun, das Ding ist, ich mache auch eine Preis-Leistungs-Verhältnis, denn ich habe schon einzelne Whiskys gehabt, die 1000 Euro gekostet haben, und denen einfach mal zu empfehlen, ist schwierig. Also 2 minus heißt kaufen. Also das sollte in jedem Whisky-Haus sein, sage ich mal. In jede Bar, in jede gut sortierte Laden kannst du auch mal manchmal so befinden. Auch gute Supermärkte haben manchmal eine gute Auswahl, und Whisky wird vielleicht sogar auch dabei sein. Und Preis-Leistung gebe ich denen sogar eine solide 2. Ja, also gehen wir zu 2 minus minus in Geschmack und geben wir eine solide 2 hier in Preis-Leistung. Selten gebe ich ein 2, ja, gehe ich sogar auf ein 2 plus. Ja? Also 2 plus für Preis-Leistung, 2 minus hier für Geschmack. Absolut toll. Gibt es bessere Whiskys da draußen? Ja. Gibt es bessere Whiskys für um die 20 Euro? Da musst du schon lange, lange, lange suchen. Da werde ich kaum was finden können. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jeden Tag kommt eine Verkostungsvideo bei mir raus, Montag bis Samstag, immer um 17 Uhr. Und Sonntagabends gibt es immer ein Special, ein Livestream mit irgendeinem Gast aus der deutschsprachigen Whisky-Welt. Es kann ein Produzent sein, es kann ein Vertreter sein, es kann ein Vlogger sein, es kann einfach ein Whisky-Fan sein, es kann verschiedene Leute, die ich kenne und so weiter und schon am Kennenlernen wollte, dabei sein. Es ist immer wieder ein schöne, schöne Sache, und ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, weil ich würde mich auch freuen, wenn ihr Like gibt. Und meine Frage des Tages ist: Welche Whisky um die 20 Euro könnt ihr empfehlen? Ja, also ich würde natürlich einfach mal Richtung Bourbon manchmal gehen, wo ich sage, hey, nicht ganz in diese Preisklasse, aber der Bullet Rye, der Bullet Normal ist schon eine 20-Euro-Whisky. Der, oh, hier, genau, kann ich hier, genau, Bullet Rye ist absolut auch zum Mixen und so weiter. 22, 24 Euro kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Also, welche Whisky, egal aus welcher Nation, könnt ihr empfehlen für um die 20, 25 Euro? Schreibt es auch unten in die Kommentare, würde mich freuen. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao!